Wenigstens ist das Spiel am Anfang noch so gütig und gibt mir eine feste Richtung vor, dass ich mich nicht zwischen mehreren Pfaden... Ups, wo bin ich denn jetzt? Okay, weiter nach rechts. Dass ich mich nicht zwischen mehreren Routen entscheiden muss und irgendwie die falsche nehmen könnte. Das ist in Rollenspielen von damals auch nicht gerade unbedingt unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Den Einblender habe ich jetzt gerade nur gesetzt, um euch zu zeigen, es sind noch keine neuen Monster da, obwohl wir uns auf einem komplett neuen Kontinent befinden. Oh, okay. Ich nehme es zurück, wir haben Kobras. Immerhin etwas. Na los. Mal gucken, wie lange... Oh, ihr haltet ja mal gar nichts aus. Zwei Schläge und ihr seid weg. Das ist ja ein Witz. Elfenstadt. Oh, wie süß. Moment, ich wollte gerade sagen, hat das Ding da Flügel? Na, das sind nur so eine fetten Arme, die rechts und links... Guckt euch an, wie fett die Arme von dem Kerl sind, wenn er vorsteht. Drauf fällt die Katz. Ah, bitte, helf unser Prinzen. Was sollen wir ohne ihn nur tun? Sollen wir ihn retten? Oder? Ist doch nicht, dass schon wieder irgendjemand entführt worden. So, lass mal kurz gucken. Ich habe nichts Neues zum Verkaufen. Was haben wir denn hier? Eisen und Schako ist für den Mönch. Den haben wir nicht dabei. Der Dolch ist schlechter. Stab mit heiligen Ringen. Der sieht vom Preis her schlechter aus. Und der Säbel ist nur 360 wert. Und die Breitaxt oder die Kampfaxt, wie auch immer sie heißt, oben aus Pravuka war 460 wert. Das heißt, die wäre auf jeden Fall besser gewesen für Doma. Habe ich mich mit meiner Theorie geirrt oder liegt es daran, weil die Elfen ein etwas zierlicheres Volk sind? Die Theorie ist schließlich berechtigt. Elfen stelle ich mir mehr mit Rapieren vor als mit, naja, riesigen Kampfäxten. Na, vielleicht haben sie ein paar neue Zauber für mich. Ja. Okay, Elfen, Magie fokussiert. Level 3 Zauber, Feura. Was ist denn, was bringt Fessel? Gegner wird gelähmt und senkt Ausweichfähigkeit des Gegners. Also, die Level 1 Zauber haben sich bisher nie bewährt. Und bei dem Preis würde ich es nicht unbedingt darauf anlegen, jetzt die zu kaufen. Es sei denn, ich wüsste, ich würde jetzt einen Gegner treffen, der Elementarresistenz nicht hat, beziehungsweise extra Schaden nimmt. Ansonsten, Ausweichfähigkeit des Gegners finde ich nicht so pralle und Fessel ab und zu, aber nie gegen große Bossgegner, das ist das Problem. Also, ich lasse die Zauber erstmal in Ruhe. Vielleicht haben wir ja Glück und ich krieg beim Weißmagierhändler. Das sieht irgendwie nach einer Schule aus. Ach ne, ist die Kirche, mein Fehler. Vielleicht finden wir irgendwo den Weißmagierhändler und können uns den Vitra, da ist er, den Vitra-Zauber holen, also Stufe 2. Weil langsam wäre es vielleicht nötig. Ja, Vitra für 1000 Punkte, sehr gut. Den kriegt sie doch mal direkt. Was haben wir noch? Ein Flächenangriff gegen Untote, der neue, der namens Adia. Exfeuer und Heilung. Moment, HP-Heilung der Gruppe. Noch besser, nehmen wir direkt mit. Die gesamte Gruppe zu heilen ist mir sehr genehm. Sehr, sehr genehm sogar. Okay. Ein Friedhof. Hier schläft Link. Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Ein Grabstein. Ein Grabstein. Aber auf den ersten müsst ihr Link draufschreiben. Entwickler, ihr habt Humor. Aber er hätte es wenigstens durchziehen können. Hätte er nicht an den beiden auch noch irgendwas reinlegen können. Och, Mando, das wäre cool gewesen. Hopp, da geht's raus. Das wollte ich nicht. Ich wollte weiter erkunden. Link. Aber jetzt, wo ich drauf achte, guck mal. Wirklich, die Elfen haben ja auch solche grünen Zipfelmützen auf. Ich habe nicht drauf geachtet, aber Tatsache. Lol, oh, oh. Was ist das hier? Ach, der Rüstungshändler, okay. Eisenrüstung gab es im letzten Dorf schon und Bronzereif ist interessant. Der müsste... Ja, warte mal, das ist, glaube ich, ein Helm, oder? Ne, warte mal, Bronzereif? Moment, Bronzereif. 800 Gil, Abwehr 4, Gewicht 1. Moment. Nur für Sarina ist es ein Upgrade. Lederhelm und Handschuhe. Aber sie trägt bereits einen Hut. Und er trägt bereits irgendwas anderes. Kettenhemd. Nee. Kann nicht sein. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin extrem verwirrt. Leute, Moment. Das machen wir anders. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Deswegen. Ich gehe ganz kurz. Mache ich einen Safe State. Und werde mir mal gucken, was das für ein Ding ist. Ich möchte nicht 800 Gold ausgeben, wenn ich das Ding überhaupt nicht brauchen könnte. Und gehe da auf Nummer sicher. Nenn's von mir aus Cheating, aber 800 Gold ist für mich doch schon eine ganz schöne Stange Geld.
Ein Armreif. Ja, das heißt, er müsste eigentlich auf den Handschuh-Slot gehen, oder? So. Da nicht. Schild auch nicht. Hut auch nicht. Reisekluft. Ein Moment. Ein Armreif aus Bronze. Und du willst mir sagen, dass das ein Brust-Item ist? Ah, ja. Ist klar. Aber wir brauchen das Ding wahrscheinlich. Also, Sarina gebe ich immer gern mehr Rüstung. Wie gesagt, Magier mit mehr Rüstung sind immer was Feines. Und die sind jetzt auch ganz gut equipped, so wie es mir aussieht. Hattest du noch irgendwas Interessantes? Ja, ein Helm. Ein kompakter Helm für 80. Ja klar, komm. Kick Doma mal in die Hand gedrückt. Und Lederhut nehmen wir auch noch 2 Stück für den Rest der Bande. Eisenschild. Nee, wir haben noch ein Holzschild, den werde ich nicht upgraden. So. Einmal kurz alles ausrüsten. Nein. Hier den Lederhut. Da drüben nochmal ein Lederhut und ich glaube, ja, das war's soweit. Können wir hier nochmal kurz aufsortieren. Reisekluft verkaufe ich später irgendwann mal. Perfekt. Wir haben Kram. Ich bin ein Prophet. Zu gegebener Zeit werde ich meine Prophezeiungen aussprechen. Doch bis dahin müsst ihr euch in Geduld üben, meine jungen Kämpfer des Kristalls. Also er weiß schon mal, wer wir sind. Das spricht für ihn als Prophet, aber... Ich kann auch sagen, ich bin ein Prophet und mache gerade Mittagspause. Bringt auch nicht sehr viel Anerkennung. Lauf nicht weg! Waffen und Rüstungen aus Mithril sind schlagkräftig und sehr robust. Benutzt sie und ihr werdet sehen, dass ich recht habe. Ja, deswegen ist Mithril auch ein seltenes Metall. Wenn es nicht selten wäre, wäre es wahrscheinlich nicht gut. Oh, jetzt kommen wir schon in die Goldnadeln. Ich mag Goldnadeln nicht. Und Echokraut erst recht nicht. Na komm, wir nehmen mal 2 Echokraut und 1 Goldnadel mit. Echokraut hebt den Stummzustand auf, das heißt, wenn unsere Zauberer stumm sind, können sie keine Zauber mehr wirken. Und Goldnadel, ich weiß nicht, woher das kommt, dass sie Goldnadeln genommen haben. Das könnte irgendwas mit dem Cockatrice-Vogel zu tun haben, den ich in Final Fantasy schon öfters gesehen habe. Auf jeden Fall hebt es Versteinerung auf. Und Versteinerung bewirkt, dass unser Charakter, der betroffen ist, im Kampf komplett aus dem Kampf rausgenommen wird. Also er kann sich nicht verteidigen, nicht agieren, gar nichts. Wenn unser Prinz seine Augenlider nicht bald öffnet, wird es keinen Elfenkönig geben. Und die bösen Mächte der Dunkelelfen werden das Elfenreich überschatten. Okay, also wir müssen nicht retten, sondern wir müssen helfen aufzuwachen anscheinend. Ich reiste einst alleine gen Westen. Dort verlief ich mich und stieß auf eine alte Schlossruine. Innerhalb der verwahrlosten Gemäuer war niemand anzutreffen. Ich hatte solche Angst und bin fortgerannt. Wenn ich es nicht besser wüsste, wenn irgendeiner hier im Spiel von einer Ruine redet, heißt das für mich meistens, du musst da hingehen. Was? Oh mein Prinz, ihr wart zum Elfenkönig auserkoren. Wie konnte es nur so weit kommen? Ach, ich dachte, du redest mit mir. Ich war gerade irgendwie verwirrt. Was? Moment, ist das ein 2. Schwarzhändler? Tatsache, ein 2. Schwarzmagierhändler. Schlafra. Gegner wird in Schlaf geschickt. Ist es eine erweiterte Stufe von Schlaf, dass es irgendwie effektiver ist, oder nur, weil es auf mehrere Gegner wirkt? Aber hier ist der Hasszauber. Hasszauber ist übel, warte. Alle Gegner werden konfus, ist auch nicht übel, aber Hass... Oh, verdammt, ich will den Hasszauber. Der Hasszauber ist durch ganz Final Fantasy ein richtiges Zuckerschmanker, wenn man es mal so schön sagen darf. Also er bewirkt einfach, dass wir öfter im Kampf agieren dürfen. Ihr könnt euch denken, was passiert, wenn ich öfter zuschlage, öfter zaubere, öfter heile und so weiter. Damit kann man eine Vielzahl von tödlichen Situationen entschärfen. Der König der Dunkelelfen, Astos. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wahrscheinlich in seinem Schloss der Dunkelelfen, oder? Klingt für mich logisch zumindest. Es gibt nicht sehr viele Soundtracks, würde ich mal sagen, in dem Spiel hier. Wenn ihr mal hinhört, das hört sich genauso an wie die andere Burg von Schieß mich tot im ersten Teil, im ersten Abschnitt. Und die Dorfmusik, glaube ich, eben war auch dieselbe wie in Bravoka. Es soll eine Hexe geben, die einem jeden Trank zusammenbraut. Wie war noch ihr Name? Matoya. Ah ja. Ja, okay, also die Informationen über Matoya und den die Elfen hier verdichten sich. Also wenn die nicht zur Geschichte gehören, weiß ich es auch nicht. Das Meer von Elden, im Westen, wo das Ende dieses Land übergeht, dort leben in einer Höhle und die Zwerge. Oft etwas mythisch, aber sie sind ein liebenswerter Haufen. Und Biersäufer, das wissen wir von Zwergen inzwischen auch.
Zumindest wenn ich von World of Warcraft ausgehe. Aber die meisten Zwerge sind ein wenig bierbenetzt. Hier unten ist niemand mehr. Na gut, dann nehmen wir mal den Haupteingang. Beziehungsweise, ist gut bewacht. Ihr könnt ein paar Rüstungen tragen, ihr Linke-Likes. Looks like Link. Tut mir leid, aber ich kann mit dem Let's Play bisher nichts anfangen. Unser Prinz ist von Astos verflucht worden und einen tiefen Schlaf gefallen. Wir bitten euch innigst, seiner Majestät zu helfen. Okay, der sagt dasselbe. Die Wachen sind sich wenigstens in einem Punkt einig. Und wer bist du? Der König der Dunkelelfen Astos fiel einst mit seinen Männern über dieses Schloss her. Er legte einen bösen Fluch über unseren Prinzen und stahl dessen Schlosses Schatz. Des Schlosses Schatz. Das heißt, der Typ ist ziemlich fies drauf. Erst macht er den Prinzen müde und dann klaut er auch noch das Eigentum. Da oben ist noch irgendwas, kann ich da hin? Moment, jetzt sag nicht, ich muss den ganzen Weg einmal drumherum laufen, um da hinzukommen. Das testen wir aus. So viel Zeit muss sein. Aha, hier kann man nämlich lang noch. Und hier oben? Komme ich nicht rein, denn die Schatzkammer ist mit einem Zauberschlüssel versiegelt worden. Fick dich, Spiel! Die Türen zur Schatzkammer sind versiegelt und können nur mit dem Zauberschlüssel geöffnet werden. Ja, gib her, du Penner. Ich hoffe mal, ihr habt den Zauberschlüssel, weil es ist eure Schatzkammer. Wenn ihr den Schlüssel nämlich nicht habt, ist es ziemlich dämlich, dort Schätze drin aufzubewahren. Erstens, ihr kommt nicht mehr rein. Zweitens, sie kommen nicht mehr raus. Und drittens, Scheißdreck. Na gut, dann komm, lass mich durch, Kollege. Ich will zum König. Beziehungsweise, das sieht eher nach dem Schlafgemach des Prinzen aus. Und wer bist du, Schlaubi-Schlumpf? Mit der weißen Kapuze? Ach, ein Elfenarzt. Okay. Fünf lange Jahre ist es nun her, seitdem Astos dieses Schloss überfiel und unseren Prinzen verfluchte. Sämtliche Tränke habe ich seiner Majestät bereits verabreicht. Doch ich bin mit meiner Elfenweisheit am Ende. Hast du noch was anderes zu sagen? Nein. Ach, es mangelt mir irgendwie in dieser Aufnahme bis jetzt an, viele sprechenden NPCs. Das stört mich. Und der Prinz ist am Pennen wie ein Weltmeister, natürlich. Okay, logische Schlussfolgerung. Erstens, wir müssen dieses komische Kristallauge zurückholen. Und zweitens, wir dürfen es Matoya zurückgeben, damit sie den Prinzen wieder aufweckt. Okay, das heißt, dass da oben müsste eigentlich die nächste Stadt sein. Es könnte auch hier... Ne, Moment, seht ihr den Fluss hier, wo ich gerade mit dem Finger lang gehe? Das sieht mir aus wie ein Fluss, wo ich nicht drüber kann. Das heißt, wir müssen wirklich erst entweder hier nach unten in den Westen oder hier nach oben in die neue Stadt. Keine Einwände gegenüber einem von beiden. Ich habe erst eine halbe Stunde aufgenommen, das heißt, vorwärts in die Abenteuerzone. Danger Zone! Und die Danger Zone ist immer noch mit Ogern überfüllt, aber massig Oger. Es scheint in diesem Spiel der das Lieblingsmonster zu sein, zumindest am Anfang. Und Level Up plus die... Wie ihr unten sehen könnt bei Anacon, die klare Theorie, dass sie es auf einen Spieler meines Teams immer abgesehen haben, den sie zerkloppen wollen. Und auf den stürzen sie sich wie die Geier. Na, ich will nur einen Spieler kurz heilen, das heißt... Moment, jetzt können wir mal Vitra austesten. Wie viel heilt denn Vitra? 100 Punkte! Ach, das ist nice! Damit können wir doch arbeiten. Gut, weiter im Text. Heilung dürfte als Gruppenheilung fungieren, wobei der Name Heilung in dem Punkt ein bisschen generisch ist. Hm. Okay, Analyse, so wie es aussieht, kommen wir da unten nur von der See ran. Das heißt, wir müssen dort oben hin. Na, ich sollte mich nicht beschweren. Es gibt zwar genug Orte zum Erkunden, aber wenigstens ist die Anfangslinie klar vorgegeben. Das freut mich. Ah, da haben wir es ja.